Das ist dieses gute Laune-Dreisat-Gefühl. Ich liebe es. Fantastisch, ich freue mich sehr. Es ist Primetime-Publikum. Ich merke es jetzt schon. Ich bin, also falls mich hier, vielleicht sind ein paar Leute, die kennen mich noch nicht so gut. Ich bin jetzt 37 oder wie ich zu sagen pflege, 30 mit Pfiff. Ja, das finde ich sehr gut. Also falls es euch so geht, wie alt bist du zum Beispiel? Du da mit dem Shirt? Ja, genau. Um die 40, genau, dann bist du 30 mit Pfiff. Ne? Und ihr bestimmt, was der Pfiff ist. Ne? Also wenn ihr Borderline habt oder so, dann ist das halt der Pfiff. Ja? Oder ihr habt richtig viele Schulden, dann ist das der Pfiff. Ganz wichtig, was der Pfiff ist, bestimmt ihr da draußen. Ich bin super froh, dass viele meiner Freunde in meinem Alter sind. Also wirklich genau ähnliches Alter. Super. Ne, es wäre super scheiße, wenn die in dem Alter bleiben, in dem man sie kennenlernt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keinen Bock mehr, mit so Anfang 20-Jährigen auf WG-Partys abzuhängen, bis nachts um 4 und mir anzuhören, wie die Reise in Indien war. Wirklich, ich kann es nicht mehr. Ne, also ich denke mir da immer so, ja, ich wäre jetzt für eine Runde Tabu spielen. Wer hätte denn da Spaß dran? Ne, wirklich, also, oder? Ich bin so ein Spieletyp geworden, ich sag ganz ehrlich. Ich bin ein Brettspieletyp geworden. Es ist raus. Ich bin ein Brettspieletyp. Geil. Genau, von vielen Jüngeren so ein Aufmunterungsapplaus. So, ja, gut, ja, wir haben auch mal viel Scheiße gebaut. Ja, mein Gott. Ja, genau, so habe ich auch gedacht über Brettspieltypen. Vor 5 Jahren, ich war einer von euch. Ich habe ja alles mitgenommen in Berlin, richtig Party gemacht, richtig, richtig viel gesoffen habe ich. Richtig, das ist ja Party machen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, da nicken viele, ja, genau, das ist Party machen. Gut, dann habe ich das alles richtig gemacht. Ich habe Gas gegeben, natürlich, nachts um 4, als wir uns gefragt haben, wie kann es jetzt noch geiler werden? Haben gedacht, ja klar, mehr Alkohol, Drogen müssen wir nehmen. Wenn ich heute nachts um 4 irgendwo auf einer WG-Party bin, denke ich, Würfel. Würfel würden den Abend richtig nach vorne bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so froh, dass meine Freunde mitgewachsen sind, weil die spielen jetzt mit mir. Ne, die sind ja genau in meinem Alter. Also spielen die jetzt mit mir Gesellschaftsspiele. Und es ist super gut, denn ich bin so ein Fan von Tabu-Spielen. Ich würde auch mit mir selber spielen. Wirklich, ganz ehrlich, ich bin da komplett schamfrei. Ich würde sagen, oh, Till, der nächste Begriff wird richtig schwierig. Laubsäge. Das war ein Witz mit mir abgesprochen, aber ich denke gerade, ja, geil, nicht schlecht. Laubsäge ist aber auch wirklich schwer. Freunde im gleichen Alter kann ich nur empfehlen. Muss ich wirklich sagen, also es ist wirklich toll. Das ist wirklich, also dass da keiner sagt, ja, also und dann, nee, also da sind wir dann, da bin ich dann in Indien da auf diesen Berg. Ich habe Ayahuasca genommen und da habe ich gemerkt, ich mache gerade noch mein Geburtstrauma durch. Ne, kann ich einfach nicht mehr. Muss ich auch sagen, aber ganz ehrlich, zu jung oft ein Problem. Ne, also wenn die so 5 sind, schwierig. Ne, zu junge Freunde, ganz schwierig. Also da muss ich sagen, ist die Gesellschaft noch nicht so weit. Man wird ständig in Frage gestellt. Nein, wirklich, man muss sich ständig rechtfertigen. Ne, man muss ständig sagen, nee, das ist nicht mein Kind. Nee, ist auch nicht mein Bruder. Nee, ist mein Kumpel. Wir hängen ja einfach gerne ab. Ne, da muss ich auch mal sagen, also ich will jetzt hier, also falls jetzt hier 5-Jährige anwesend sind, ne, ich will da niemandem zu nahe treten. Ja, aber ich für meinen Teil habe das Gefühl, 5-Jährige sehr mit sich selber beschäftigt. Also wirklich extrem. Also wirklich, was ich gesagt habe, so, also Jonas, also gut, das Thema Schippe haben wir jetzt erschöpfend behandelt. Ich würde auch mal ein bisschen über meine Themen reden. Stichwort Zahnzusatzversicherung, wie ist da deine? Ja, kommt wieder nichts von ihm. Insgesamt muss man sagen, es ist besser, Leute im gleichen Alter zu haben. Ich habe Leute im gleichen Alter, die haben kein Kind. Also viele haben keine Kinder bei mir, also alle so Ende 30. Ich habe festgestellt, also entweder in meinem Alter haben die Leute entweder zu viel Zeit oder zu viel Kinder. Es gibt nur diese Option. Zu viel Kinder sind zum Beispiel ein Kind. Zu viel. Ich habe festgestellt, für die meisten wäre gut so ein halbes Kind. Ne, wenn man das immer nur so hat, so von Montag bis Mittwoch.
So, das wäre optimal. Ja, sehe ich auch viele, die nicken. Ja, ja, könnte ich mir. So, genau, super. Und da habe ich mir nämlich jetzt gedacht, klasse, ich merke da, okay, das ist super. Denn ich habe mir jetzt gedacht, was wäre denn mit so einer App, ja, wo man so Kindsharing macht? Nee, also man will jetzt eine, so, man sucht jetzt, also man ist ein Paar, ja, und will jetzt ein Kind haben und dann sucht man sich per App noch ein Paar, das auch ein Kind haben will und dann macht man einfach zusammen, zu viert hat man das dann. Das wäre doch super. Ne, dass man sagt, ja gut, dann macht ihr Donnerstag bis Freitag oder Donnerstag bis Sonntag, ne, und dann tauscht man mal so durch. Super, ne? Per App kann man das machen. Hier Kindertinder heißt es vielleicht. Ist ein problematischer Name, sehe ich ein, aber nee, war jetzt so aus der Hüfte geschossen, ne? Also kann man vielleicht noch anders nennen. Gibt es ja andere Sharing-Apps, irgendwie Free Now oder Unfree Now vielleicht so. Ne, ja, dass man so durchmischt, das sorgt dafür Verständnis unter den Kulturen auch. Fände ich schön. Ja, also, nee, okay, das ist ewig. Ja gut, nee. Aber ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute denken, ja okay, aber was mit Weihnachten, ne? Ja, ja, merke ich schon hier, dass die Leute denken, ja gut, aber muss man auch viel zu Weihnachten dann kaufen mit so einer großen Familie. Ne? Ja gut, aber da muss ich sagen, ja, aber wer wollte das halbe Kind denn? Ne? Und also, da kann ich mir wirklich vorstellen, dass ihr dann mit so einem halben Kind steht und dann beschwert sich das halbe Kind natürlich. Ja, dann sind es eben mehr Geschenke an Heiligabend. Ja, so ist es eben. Ja, meinst du, mir macht es Spaß, ein Kind zu sein? Glaubst du, mir macht es immer Spaß, hier das Lego zu verteilen? Das muss ja gemacht werden. Spontanes Nasenbluten. Ja, da versuche ich euch ja zu überraschen. Ne? Spontane Blähung nachts um 4. Das ist nicht immer leicht. Ne? Ich mache das ja nur, damit ihr sagen könnt später, oh, wie es ist, ein Kind zu haben. Ah, verstehst du erst, wenn du selber welche hast. Ja. Herzlich willkommen zu Till Reiners Endcard. Hier kann man es abonnieren. Hier gibt es andere Videos, die man sich angucken kann. Das war's auch schon wieder bei Till Reiners Endcard.